Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Folge hier in Minecraft. Und naja Leute, ich würde mal sagen, in dieser Folge versuchen wir mal das Loch in unserem Haus zu flicken und das Haus generell mal bewohnbar zu machen. Und wer weiß, vielleicht versuchen wir uns auch mal uns eine Biene zu angeln, beziehungsweise zwei, wenn es klappt. Denn hier oben haben wir uns ein Bienennest gebaut, aber wir haben noch keine Biene oder Bienen eher gesagt. Und wäre auch eigentlich mal cool, wenn wir mal Bienen hätten. Aber gut, das zur, ich sag's mal, Spoiler dieser Folge. Ich würde mal sagen, wir fangen doch einfach mal direkt an. Gut, naja. Holz mangelt es uns leider ein bisschen immer noch, aber hoffentlich ist das bald auch vorüber, dass wir uns hier warten müssen, bis das Ganze hier mal gewachsen ist. So, die Blätter mache ich mir mal weg, weil die könnten stören. Denn die Bäume brauchen ja Platz. So, ich guck nochmal hier oben, ob wir noch was hier haben. Hier hatten wir Glas und hier haben wir noch Stein. Stein ist schon mal gut. Können wir uns erstmal hier das machen. So, jetzt muss ich also auch erstmal schauen, was wir eigentlich hatten hier. Genau. Okay, verstehe. Verstehe. Ich muss gucken, was wir uns hier halt noch so hinbauen können. Was wir hier gebrauchen können. So, hier können wir noch eine Stufe nehmen. Mal so. Okay. Ja. Hab jetzt wieder einen Plan, was ich eigentlich vorhatte. Aber hier runter gehe ich nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar diese Halbstones. Oder Halbsteine, eher gesagt. Unser Dach. So, dann machen wir nämlich hier das so. Abgesehen das hier von der Mitte, das wollen wir natürlich nicht machen. Genau, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, die Sonne geht auch gleich wieder unter. Das ist sehr typisch für die liebe Sonne. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier auch mal. Können wir das Ganze hier schon mal vorbereiten. Also jetzt zack, zack. Und zack. Genau. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. So, dann kommt das hier so hin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich überlege halt gerade noch, aber theoretisch kommt das hier tatsächlich nicht hin. Ich brauche Holz. Mir fehlt es an Holz. Klar, ich könnte da hinten theoretisch ein bisschen farmen, aber nee. Wir haben aber noch genug Sachen hier zu tun. Deswegen würde ich sagen, warten wir einfach, bis die Bäume gewachsen sind. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen. So. Kann ich denn noch schlafen? Nee, noch nicht. Noch ist nicht genug nachts. Wir müssen also noch überlegen, wo wir unsere Tiere hin tun, weil hier können sie nicht bleiben. Ich meine, aber da drüben war eigentlich eine relativ große freie Fläche, die wir eigentlich nutzen könnten für unsere Zwecke. Na, mal schauen. Erstmal müssen wir uns auch hier ein bisschen Ebene frei machen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ja, das mit dem Hausbau hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert als gedacht, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das mit dem Hausbau würde schneller gehen. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile in einer dritten Folge, wo wir hier unser Haus bauen wollen. Und, naja, so lange hatte ich das nicht geplant. Aber egal. So. Bevor wir das vergessen, das ist wichtig, aber wie haben wir denn? Okay, hier haben wir noch Bruchstein. Wir brauchen nämlich noch eine Axt. Eine Axt. So, bevor ich jetzt hier weitermache, gehe ich schlafen, denn die Monster sind schon in der Nähe, würde ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, gute Nacht und wir sehen uns dann, wenn es morgen ist. Und schon ist es morgen. Wunderbar. So, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Hier kann es bleiben. Hm. Ich würde sagen, hier die Bäume könnten eigentlich auch weg. Da haben wir hier auch eine freie Fläche. Das Ding ist halt, wir haben hier uns eigentlich eine ganz coole Position uns ausgesucht, wo wir die Survival-Welt versuchen zu bestehen. Aber wie das Ganze hier später mal aussehen soll, das weiß ich halt tatsächlich auch noch nicht. Ich meine, wir haben hier eine relativ große Fläche, große Auswahl, wo was hinkommt. Und ich versuche ja, das ist das Problem, ich versuche immer weit voraus zu planen, dass wir nicht wieder viele Sachen abreißen müssen und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und
Das Haus, was hier steht, reicht für den Anfang, aber ich schätze mal, später wird das auch wegkommen und wird einen anderen Ort umziehen, wo es halt strategisch besser ist. Aber das weiß man halt eben noch nicht, ne? Deswegen bin ich halt immer hinhergerissen. Soll ich jetzt hier mein das ganze Leben, kann man es Leben nennen, das ganze hier hinziehen, hier hinbauen? Oder sagt man, nee, ich warte noch mit dem krassen Zeug und es wird ja eh alles woanders hingebaut und so. Das weiß ich halt eben noch nicht. Das ist halt immer so ein blödes Hin und Her. Aber gut, Leute, ich will euch jetzt auch nicht vollschwatzen. Wir haben uns erstmal hier ein paar Sachen uns besorgt. So, was ich hier noch überlegt hatte, was eigentlich auch ein ganz schöner Eyecatcher ist, so gesehen, wenn man hier so eine Art, so ein Fenster hier hinbauen würde, ne? Ach, jetzt bin ich hier runtergefallen. Was wollt ihr mit Fenster? So, ja, so eine Art Dachstuhl. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin aber überlegen, wie das jetzt hier hinkommt. Ich meine, hier ist das Dach, ne? Also theoretisch würde man jetzt hier stehen. Ja. Weiß ich halt auch noch nicht genau, wie ich das da realisieren möchte. Erstmal würde ich sagen, baue ich da. Erstmal brauchen wir hier Treppen. Ganz viele Treppen. Okay, 8 Stück sind jetzt nicht viele, aber es ist. Ah! Das Essen killt mich. Besser als nichts. So, wenn wir sagen, okay, hier kommt das so hin und dann würde jetzt hier so ein Fenster hinkommen. Hier. Genau. Ja, doch, dann würde hier so ein kleines Ausguckfenster sein. Ja, doch, das könnte mir gefallen. Okay. Das Ausguckfenster würde mir gefallen. Dann würde das hier so und so. Und dann würde es zwar hier so weitergehen. Irgendwie. So, jetzt muss man zwar dieses Ausguckfenster noch ein bisschen, ich sag's mal, bearbeiten. Aber dürfte machbar sein. So. Genau, da fehlt noch ein Holzstück. Dann wie wir das Dach jetzt hier noch anmachen. Weiß ich halt auch noch nicht. Na gut, das ist ja auch wiederum nur so ein Guckfenster, ne? Also hier wird dann so gesehen ein Fenster hinkommen. Man würde theoretisch dann hier vorstehen und dann kann man hier so schön rausgucken. Ne? So ein kleiner Ausguck halt. Ne? Was anderes halt immer nur Dach. Gut. Baum gewachsen mittlerweile? Nee. Aber wir können mal gucken, ob wir einen Setzling oder so. Ja, hier guck mal, Setzling. Setzlinge sind wichtig. Ah gut, es ist gerade Tag. Ich habe sowieso, muss jetzt warten, bis ein neuer Rohstoff nachgewachsen ist, so gesehen. Ich würde sagen, diese Zeit können wir auch uns die Bienen mal besorgen. Für unser Nest da oben. Genau, da ist unser Nest. So, setzen wir hier noch die Setzlinge ein. Wollen wir nichts verschwenden hier. Und ein Bienennest war da unten und da hinten. Ich glaube, da hinten war näher dran. Bin uns aber nicht sicher. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal. Und gucken mal, wo unsere Biene wiederfinden, die wir da gesichtet haben. Genau, gehen wir einfach mal hier lang. Erkunden wir mal hier unsere Umgebung auch ein bisschen. Ja, okay, das Bienennest haben wir ganz schnell gefunden. Schneller als erwartet, so gesagt. Gut. Jetzt müssen wir aber auch warten, bis hier so eine Biene hier rausploppt. Ich meine, man hört sie. Sie sind da drinnen. Aber noch sind sie nicht hier draußen. Ah, da ist eine. Da ist eine. Sehr schön. So, warten wir jetzt, bis jetzt noch eine rauskommt. Vielleicht kommt jetzt noch eine raus. Bist du alleine da drin oder gibt es noch mehrere von dir? Na gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier unnötig Zeit abwarten, nehme ich einfach die hier mit. Und dann würde ich sagen, besorge ich irgendwann noch eine zweite und dann haben wir sowieso genug, weil da können wir nämlich vermehren und dann haben wir ausgesorgt mit in Sachen Bienenzüchtung und so. Ne? Siehst du auch so, ne? Ja, wusste ich doch. So, genau, komm hierher. Da ist unser Haus. Das bedeutet, hier oben ist unsere Plantage. Sehr gut. Hast es fast geschafft, Biene. Hast es fast geschafft. Da bist du, sehr schön. Und willkommen in deinem neuen Zuhause, Biene. Hast es dir verdient.
Hast du es dir verdient? So. Sehr schön. Ah, Kürbis da wieder gespawnt. Den machen wir uns auch mal direkt kaputt. Damit wir auch neue Setzlinge haben. Denn die Reihe ist hier noch nicht ansatzweise fertig. Egal. So, du wirst jetzt hier drinnen wohnen bleiben. Da bin ich ziemlich sicher. So, Bäume sind noch nicht gewachsen. Habe ich noch eine zweite Blume? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Okay, ich muss mir gleich eine Blume mal besorgen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück und gucken mal, ob die zweite Biene rausgeploppt ist. Da waren auch Rosen. Da können wir auch direkt die Rose mitnehmen zum Anlocken der Biene. Ja, da ist eine Biene. So, ich brauche eine. Da ist eine Biene. Komm her, komm her. Komm her. Put, put. Ja, brave Biene. Ganz brave Biene. Komm her. Komm mal, läuft doch, Leute. Also richtig. The Bean Check. Ganz klar, Bean Check hier. So. Das wild lebende Schwein ist auch hier. Naja. Kannst von mir aus jetzt mal da drin bleiben. Was soll hier sein? Schwein, Schweine und Schafe haben wir genug. Was wir bräuchten, wären Kühe. Weil wir müssen später uns auch mal Bücher machen. Für eine Bibliothek. Beziehungsweise auch, ja. Verzauberung von Büchern, ne? So, du wohnst jetzt hier. Du wohnst jetzt hier. Genau. Schon wieder ein Kürbis gewachsen. So. Genau, das wächst jetzt hier einfach mal. Und da ist ein neuer Baum gewachsen. Optimal. Ja, guck mal hier. Läuft alles wie geschmiert. Als wäre es geplant. Ist natürlich alles geplant. Ja, das sage ich dir. Holz. Gut, ich würde sagen, dann haben wir auch die Löcher, die wir haben in unserem Haus, gefüllt. Und können uns anfangen, uns auch mal einzurichten. So, erstmal hier. Dann brauche ich Treppen. Dann brauche ich auch diese Hearthstones. Und den Rest, guck mal, drinne sind. So. Genau. So, da kommt hier dieses Fenster. Fenster, ja. So, dann sage ich mal, machen wir das hier so. Und das machen wir dann so. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das hier machen wollen. Aber so könnte hinhauen. Hm. Ich finde, das sieht auch nicht optimal aus. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ja, ich weiß. Wenn ich das sage, ist es immer... Oh je, was macht ihr jetzt? Aber es ist eine gute Idee. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal so. Ich brauche eine Spitzhacke. Und machen wir dich jetzt weg. Und zwar machen wir dich jetzt erstmal so. So, Inventar überhaupt nicht aufgeräumt. Man sieht's. Ey, das war jetzt nicht geplant. So, jetzt andersrum. Und zwar so, genau, perfekt. Weil dann kannst du... Okay. So, dich auch zurück. Kommst du nämlich so und dann kommst du so. Das ist jetzt die Frage, machen wir das dann so oder machen wir das mit Stein? Na, da weiß ich noch keine gute Antwort drauf, sag ich euch ehrlich. Dann machen wir hier oben. Nicht mit Holz-Halfstone, sondern mit Stein. Ja doch, lassen wir so. Das ist nämlich dann das Stil, was wir hier dann sowieso haben. Das passt dann auch. Genau. Ja, top. Okay, gut. Das haben wir. Das bedeutet, wir können uns auch jetzt mal unsere Fenster einsetzen, die wir schon seit Ewigkeiten hier im Ofen haben. Und dann haben wir auch Fenster. Leute, was ist los? Fenster, Fenster, Fenster. Ich hoffe, die Fenster sind auch so, wie ich später auch gerne haben möchte, weil die Fenster setze ich jetzt einfach mal... Wie ich es einfach mal so gebaut habe. Das bedeutet, ich werde es eventuell nochmal gegen korrigieren müssen. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. So, da oben brauchen wir auch noch ein Fenster. Und hier machen wir dich hier hin. So, gut. Es wird auch schon wieder Nacht. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal kurz schlafen.
Okay, Leute, unser Haus hat jetzt offiziell keine Löcher mehr. Wir haben Fenster. Eine Tür könnten wir eigentlich auch mal gebrauchen. Das bedeutet, die Tür machen wir uns jetzt auch mal. Ah! Oh, uns fehlt ein Holzstück. Ist das... Oh, wow. Okay, eine Tür. Komm. Ah! Baum ist gewachsen. Okay, komm, den Baum nehmen wir uns noch hier mit. So, ich nehme uns den Baum hier nochmal mit. Dann können wir uns auch direkt eine Tür machen. Und dann ist es auch ein. Zwar noch nicht fertig eingerichtetes Haus, aber ein Haus. Aber ein Haus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin zufrieden. So. Dann kommen wir jetzt zu unserer Tür. Wo wir natürlich ein Holz zu wenig hatten. Ich meine, ist ja klar. Das ist typisch Minecraft, ne? Dir fehlt genau eins. Aber auch absolut genau eins. So. Jetzt haben wir auch eine Tür. Jetzt ist es heimisch. So. Zwar noch nicht fertig eingerichtet, aber egal. Das kommt noch mit der Zeit. Das kommt noch mit der Zeit. Okay, da haben wir noch ein Loch. Da haben wir noch. Okay, ich bin doch enttäuscht. Wir haben noch Löcher hier. Hätte ich das irgendwie nicht erwartet, aber egal. So. Wir haben jetzt sogar noch Erde. So. Baue ich einfach mal so zu. Ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht genau, wie ich das jetzt hier handhaben möchte. Aber erstmal wird das, glaube ich, erstmal so reichen. Ich meine, später kann man da noch ein Fenster reinbauen. Aber egal, jetzt stimmt es, Leute, jetzt haben wir keine Löcher mehr im Haus. Ich meine, wenn ich schon was sage, muss auch die Richtigkeit haben. Die Treppe, da bauen wir später auch noch eine richtige Treppe hin. Ah, das kommt mit der Zeit. So, aber gut, Leute, ein Blick auf die Uhr sagt mir auch schon wieder, dass die Zeit vorbei ist. Ich meine, so eine Minecraft-Folge geht auch immer schnell vorbei. Aber egal, Leute, wir haben jetzt ein Haus mit Fenstern, mit oben ein Dachausguck und naja, ne, Innenleben kommt halt noch, aber egal. Ich meine, wir haben ja keinen Zeitdruck hier in dieser Welt. Müssen ja nicht in einer Stunde Minecraft zu Ende gespielt haben. Ich meine, so gut bin ich noch nicht in Minecraft. Aber egal, irgendwann in der Zukunft sind wir vielleicht mal so gut oder so schnell, um Minecraft tatsächlich auch in einer Stunde mal besiegen zu können. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.